In München. Ich glaube, es ist lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Ah doch, das ist der Meeting. Aber nicht das Headliner. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Also, seid ihr bereit? Wahnsinn, das soll
Spiel gekommen von München gegen Union Berlin oder was? Ich muss da übrigens Union Berlin loben, von herzlichen Dank
Für den Sieg über Ajax Amsterdam, weil... Scheiß auf Amsterdam. Prost! Ich lasse mal ein bisschen groß sagen. Das hier ist ein sehr brutaler Song und ich möchte ihn gerne auftragen auf ein riesiges Schwein, das aus Moskau kommt und immer noch da sitzt. Das Dreckstück heißt Putin. Und es ist jetzt ein Jahr, dass der Krieg weitergeht und wir sollen alle Ukrainer unterstützen bis das Ende und wünschen, dass der stirbt, so schnell wie möglich. Putin, für dich hier, gern, love yourself.
unsere letzte Show in Deutschland war vor ein paar Wochen, das war in Rostock, aber das Ganze mal am Ende von Deutschland, also ganz im Norden, bis jetzt ganz im Süden, aber für eine niederländische Band wie wir, es ist abgesehen davon unsere Schlagzeuger zur Mentor Hüskens. Ist das echt phänomenal, also dankt euch, Prost! Und wie unser Wunsch war, wir haben Helles bekommen, das Beste aus Bayern zu schicken. Keine Ahnung, wir haben irgendwie Settings gemacht und wir wissen alle nicht ganz genau, was wir machen heute Abend. Also ich überlasse es einfach den Jungs. Keine Ahnung, welcher Song ihr jetzt wollt. Ja. We'll be right back.
Dankeschön! Das hatte ich eigentlich selber auch nicht erwartet, weil wir spielen normalerweise nur Bismarck in Städte, die einen Hafen haben und ja. Wo ist das in München eigentlich? Nein, nein. Okay. Alle noch ein bisschen Energie für den weiteren Verlauf des Abends. Tut mir leid, ich suche euch keinen Ballrecht. Ja? Also, das ist ein Stück, ich glaube, das kennt ihr alle, aber das könnt ihr auch keiner Mensch schreien. Sehr kurz, deine Death Metal Hymne. The Death Scheißegal, ob man das 30 Jahre macht oder 5 Jahre, aber das ist einfach das beste Gefühl auf der Welt. Dankeschön. Das kann ich hätte mehr Set ist, also ich muss ja lesen von den Jungs. Wollen wir das Alters machen? Das ist ganz anders, ja? Wie wär's mit der Wasteland? We're gonna make it.
bin ich mir ja totaler Sorgen, wo er sagt, und dann denkt natürlich alle, Van Drunens ist wieder besoffen, aber so ist das nicht. Nein, so ist das nicht. Warte mal kurz. Bevor ich weitergehe, ich möchte mal, wir haben einen sehr kleinen Clou heute Abend. Und der existiert aus der großartige Janoscheles, der unser Sound macht. Und seine Gattin Ines, der sein Kind trägt und unsere Merchandise macht normalerweise. Und natürlich hier alle hier in München, im Backstage für den Growl Bowl, für die totale Gastfreundschaft und dass wir uns hier zu Hause fühlen, weil, und nicht nur wir, auch alle anderen Bands. Weil sonst, ohne die klappt sowas einfach nicht. So ist es einfach. Also, ist echt so. Vergesst es aber nicht, ihr kommt zu Gigs und da sind so viele Leute schon vorher, die ihr nicht kennt oder wo ihr nicht mitfällt. Was machen die alle hier? Die sind schon da, damit ihr reinkommen könnt und ihr den Gigs genießen könnt. Okay? Also, machen wir weiter mit Scorbutics, guys.
Sag ich ja irgendjemand, dann hätte mir eine Setlist hingelegt, die gar nicht stimmt. Na jetzt aber! Ja, ich kann's. Was denn? Aber wer Asphyx kennt, wer uns kennt,
Der läuft einfach nicht bekannt, nicht davon von mindestens 80 bis 90 Minuten Asphyx. Ne? Aber ich glaube, Jalos ist ein Referent nach oben, ja. Mit der Intro. Achso, hey! München, Growl Bowl Backstage. Wie geht's euch? Nach so langer Tage, alle noch lebendig, ja? Ja, das freut uns, weil wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch lange nicht fertig. Glaub uns. Das ist ja schon einer. Yeah.
Seid doch Jungs so, München ist müde. It's all this passion. Chaos and black. Human souls all in plants. Shockwaves and blood. Resistance is your time. Destruction's a real. No blood for the slam. Was the cross of us.
Dankeschön. Boah. Wir sind noch lange nicht fertig. Ne? Wir sind noch lange nicht fertig. Aber bevor ich das vergesse, ich stehe hier auf der Bühne mit einem Haufen unglaublicher fucking Metal-Jungs hier. Bevor ich das vergesse, hier auf Bassgitarre, das ist alles in Syrien. Hinter mir, der ist immer noch ein Asylbeantrag in den Niederlanden. He? Das ist der große Zumenzowski auf Drums. Der Meister hier, der alle Riss schreit, ist der Malcolm Young of Doom. Paul Myers auf Gitarre. Alle sehen können, ich bin Konstantin Becker mit H. Das ist gar nicht, wo wir sind, Mensch. Ehrlich. Okay. Die Woche war die freundliche Nachricht, dass es wieder so ein Schwein von Al-Qaida umschossen hat. Und ja, das war natürlich die Eliteeinheiten, von der wir waren, die Staaten. Und das heißt, wieder ein Terroristattack vermeidet. Toll. Cool. Also für die natürlich, the Nameless Elite! Yeah.
I'm sorry.
Für diejenigen, die denken, okay, es ist Zeit nach Hause zu gehen, dann geh bitte. Weil ich glaube nicht, dass wir noch. Ich glaube, wir machen noch eine halbe Stunde weiter. Wir müssen ja rein. So ungefähr. Eine Stunde, ne? Da habe ich einen Herzattack, Mensch. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ne? Wie wär's mit 30 Minuten so ungefähr? Ne? Hat er nicht mehr gerechnet, oder? Also, ich überlasse diesen Anfang an Paul und eure Interpretation. Wir leben alle mit dem Tod. Jeden Tag. Das ist einfach. Und, man kommt damit klar, oder man kommt damit klar, aber wir glauben, danach ist nichts. Das ist unser Leben und nachher. Genieß es! Yeah.
Jesus. Wenn ich dieses nehmen wollte, auf das jetzt. Okay. Wow. An, manchmal ja, aber herzlichen Dank für Paul Bayer und Silvia Terror und die Jungs. Ja, danke. Machen wir jetzt Schluss? Oder sollen wir jetzt Schluss machen? Okay. Ich glaube ja, ich sage immer schon, wenn dieser Sommer läuft, dann wenn ihr es nicht kennt, und ihr kennt diese Song nächstes, dann weiß ich nichts über euch. Über uns. Also. Ja. Yeah.
Thank you.
So manchmal denke ich von einem Observator ja gerade, ne, den Scheiß. Aber wir haben alle kapiert, dass wir glauben, dass die letzte ÖV-Verbindungen ab jetzt abziehen. So, das heißt, ihr müsst sofort weg. Ne? Was soll das eigentlich immer wieder erzählen, dass wir sollten nicht mehr spielen, wir sollen aufhören? Nein! Nein, echt nicht? Sollen wir das machen? Aber das ist das Letzte, ne? Ich bin auch nicht mehr der jüngste Schwach. Aber hey, habt ihr eine gute Zeit gehabt, so wie wir? Ja! Darum geht's ja, dass wir eine gute Zeit haben. Wir kommen ja geflogen aus den Niederlanden. Ihr kommt hier alle nach München, um uns zu sehen. Und ja, wenn das dann, wenn beide dann eine gute Zeit haben, darum geht's ja, oder nicht? Nein! Also sollen wir eins machen? Ich finde ganz ehrlich, dass München ziemlich lahm ist. Also wir waren vor ein paar Wochen in Rostock und die waren echt mega laut. Also hat das zu tun mit, dass es am Ostsee liegt oder? Naja, also München! Wollen wir noch einen Song? Nein, Rostock war viel lauter. München! Wollen wir noch einen verdammt letzten Song? Jetzt haben sie es verdient, ne? Wie wär's mit dem letzten Stück von Asphyx? Und das heißt natürlich, du machst one! We'll be right back.
Dankeschön. Dankeschön, meine Damen und Herren von Asphyx. Das war für uns wie immer eine Ehre und ein Vergnügen. Danke auch an alle hier auf Backstage. Leute, komm wohl nach Hause. Dankeschön, danke.